Ich bin nicht hier geboren, aber es war die klügste Entscheidung meines Lebens, hierher zu kommen. Ich bin 50 Jahre alt und lebe mit meiner Familie hier in einem Stadtteil Düsseldorfs. Ich bin Katja und ich bin Guide bei Düsseldorf Tourismus. Ich bin in Hannover geboren und habe dort die ersten 26 Jahre meines Lebens verbracht. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte ins Rheinland kommen. Denn die Mentalität der Menschen, die hier leben, ist gekennzeichnet dadurch, dass man leicht miteinander in Kontakt kommt. Und die liegt mir. Ich finde, ich passe hierher. Ich bin Guide geworden, weil ein Freund mich auf die Idee gebracht hat. Der sagte, Mensch, das wäre doch was für dich. Und habe mich dann beworben, habe dann diese Ausbildung durchlaufen. Ja, und dann stehst du irgendwann auf der Straße und hast deine erste Gruppe. Und dann merkt man so, diese Art des Arbeitens, das ist eine ganz besondere für mich, weil du hast ja im Kopf viele historische Fakten, die du unterbringen möchtest. Und dann hast du aber die Menschen vor dir, wo jeder Einzelne davon und jede Einzelne davon Bilder im Kopf mitbringt über Düsseldorf und auch Erwartungen hat an den Tag, was er oder sie erleben möchte. Und das jetzt auch mit unterzubringen und das irgendwie gemeinsam auf so einer Stadtführung zu erarbeiten, das ist sehr interessant und lebendig. Anna Maria Luisa Medici Platz von dieser berühmten Medici-Familie aus Florenz. Sie hat Jan Wellem geheiratet, der Kurfürst hier. Wir haben ja heute noch viele Kunstmuseen hier und man könnte sagen, dass dank Anna Maria Luisa de Medici die Kunst schon damals in Düsseldorf Fuß gefasst hat. Was ich auch am Guide sein mag, ist, dass ich auf diesen Touren ja auch selber an Orte komme, die mir gefallen. Und mir gefallen hier speziell in Düsseldorf einige Orte, die so gegensätzlich sind zu ihrer Umgebung. Also wir stehen jetzt hier an dem Rosengarten und wenn wir ein paar Schritte machen, dann können wir gleich schon das erste Altbier in der Altstadt nehmen. So. Und es ist so, gegensätzliche Orte sind hier sehr eng beieinander, ne? Das Grün und die belebte Straße. Besonders an diesem Ort hier, an dem Rosengarten, ist für mich, dass ich ihn eigentlich erst ganz spät kennengelernt habe. Ich habe schon ein paar Jahre in Düsseldorf gelebt und auch nicht weit weg von hier, aber ich habe den Eingang nicht gefunden. Also ich bin gar nicht drauf gekommen, dass hier sich so ein großer Park erweitert. Und das steht vielleicht auch sinnbildlich für viele Dinge, die wir auf Stadtführungen ja gemeinsam entdecken. Tatsächlich waren wir neulich mit Kölner Freunden und Freundinnen hier und die fanden es auch schön. Mir gefällt am besten am Guide sein, dass es immer wieder andere Menschen sind. Es macht mir unheimlich viel Spaß, wenn die Menschen vor Ort stehen und ich habe einen Auftrag bekommen und dann wird vor Ort was ganz anderes gewünscht. Dann ist das Wetter anders und deswegen möchte man lieber Fotos in einem anderen Stadtteil machen oder irgendein anderer Inhalt ist geplant oder es kommen Fragen, die ich überhaupt nicht vorher mit dieser Tour verknüpft habe. Und da merke ich, da brenne ich. Wenn ich durch die Karlstadt gehe, dann fühle ich mich zu manchen Tageszeiten und in manchen Stimmungen so wie in Rom. Also als wäre ich gerade im Urlaub in Rom und würde da zu Fuß durch die Stadt gehen. Ich finde dort sehr pittoreske Straßenzüge. Meine Lieblingsstraße ist die Zitadellstraße, voller Häuser, Fassaden und Türen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Und die Karlstadt heißt Karlstadt, weil sie unter einem Kurfürsten namens Karl Theodor entworfen wurde. In der Karlstadt finde ich dann auch vor allem den Karlsplatz mit dem ständigen Markt. Der liegt genau an der Grenze zwischen Karlstadt und Altstadt. Und auf dem Markt dort finde ich einfach sehr viel verschiedene Dinge, kulinarische Köstlichkeiten. Und zum Beispiel hole ich mir da öfter einen frisch gepressten Saft, bevor es dann wieder in die Altstadt oder in die Karlstadt oder zum Rheinufer geht. An Düsseldorf schätze ich sehr, dass es zwar eine Großstadt ist, dass es die Landeshauptstadt ist, man das auch merkt, dass es viele Möglichkeiten gibt, aber dass es trotzdem diesen gefühlt dörflichen Charakter hat. Wenn ich am Rheinufer stehe und einmal nach rechts und einmal nach links schaue, dann habe ich ja praktisch schon die ganze Innenstadt von der Silhouette im Überblick. Und das ist etwas, was ich sehr mag, das Kleine im Großen. Also ich bin tatsächlich mindestens alle paar Tage am Rheinufer. Ich stehe da gerne. Gucke mir die Schiffe an, die vorüberziehen, zähle die Schafe auf der anderen Seite und genieße die Weite. Du kannst halt einfach mitten in der Stadt stehen und über das Wasser schauen und in die Weite schauen. Das ist für mich besonders.
3 innerstädtische Brücken kann man von hier auf einen Blick sehen. Und ja, unser höchstes Gebäude, den Rheinturm. Schafe sind heute keine da, ich habe auch schon geguckt. Die sind, glaube ich, da hinten um die Ecke. Also, die haben heute mal einen Tag frei. Ich schätze am Rheinland auch, dass es hier so einen Hang zum Brauchtum gibt. Also Karneval zum Beispiel, ne? Es wird ja hier auch groß gefeiert. Und viele andere kleine Feste. Dass es hier etwas gibt, wo man im Alltag dann entflieht, um danach auch wieder in den Alltag zurückzugehen. Das weiß ich am Rheinland sehr zu schätzen. Es gibt in Düsseldorf ja einige Hausbrauereien. Ich habe eine Lieblingsbrauerei. Das ist tatsächlich das Ürige. Wenn ich mit Menschen hier Altbier trinken gehe, die noch kein Altbier getrunken haben, dann finden die zwar immer, dass das Ürige auch so das bitterste der Altbiere ist. Aber ich mag es am liebsten, vielleicht auch, weil ich die Atmosphäre dort gern mag. Das Ürige heißt Ürige, weil Ürige sowas wie kauzig bedeutet. Und einer der vorigen Eigentümer hier, der war ein sehr grober Mann, ein sehr kauziger Mensch. Und deswegen heißt das heute noch Ürige. Kaiserswerth ist ganz im Norden von Düsseldorf, gehört zur Stadt Düsseldorf. Der Rhein begleitet die Stadt ja auf 42 Kilometer, das glaubt man erstmal nicht, aber der macht so viele Bögen. Und wenn man mit dem Fahrrad nach Kaiserswerth fährt, also nach Norden raus, kann man sehr schön am Rheinufer lang fahren, auf dem Radweg. Das ist so einer meiner Lieblingsausflüge hier tatsächlich, mit dem Fahrrad nach Kaiserswerth, dann dort in den Biergarten gehen oder sich durch die Steine der alten Barbarossa-Feste laufen. Und dann mit der Fähre dort auf die andere Rheinseite fahren. Das ist das perfekte Urlaubsgefühl. Und dann mit dem Fahrrad auf der anderen Rheinseite wieder zurück.